Na, hallo alle miteinander. Ich hoffe, dass das noch besser klappt mit dem Scharfstellen. Irgendwie komme ich mit dem Handy noch nicht klar. Ja, ich wollte euch mal was sagen hier zur Planung des Bauwagens. Also bei mir zumindest ist es so, dass das etwas ist, was mich in der Vergangenheit sehr oft sehr, sehr oder mehr aufgehalten hat. Ich weiß, viele denken, ja, hier 3D-Programm muss ich alles, wo mache ich jeden Hocker hin, wo kommt was alles genau hin. Wisst ihr, wie ich es mittlerweile mache? Oder hier jetzt mache. Hier zum Beispiel, das ist alles, was ich großartig am Plan gemacht habe. Ein bisschen, damit ich weiß, wie viel Holz ich bestellen muss. Ansonsten ganz grob, jetzt hier kommt das eine Fenster hin, da hinten noch eins, auf diese Seite kommen drei, wenn ich gerade das nächste am machen. Und wie innen drin alles gemacht wird, wo was genau hinkommt, weiß ich bis jetzt nur grob, hier irgendwo soll das Bett hin, Couch, der Ofen kommt in die Mitte, Eingang ist da hinten, mehr weiß ich noch nicht und ich leg mal los. Einfach mal machen, es wird nachher schon passen und es wird schon irgendwie cool werden. Ja, damit will ich vielleicht einfach ein bisschen Mut machen, dass man gar nicht so sehr, oh, muss ich an das denken, muss ich an das und das und das und das. Ich kann mich immer nur auf den nächsten Schritt konzentrieren. Jetzt mache ich mal hier den Rahmen fürs Fenster, dann fürs nächste Fenster, dann fürs nächste Fenster. Dann gucke ich mal, welcher Balken als nächstes dran ist. Und wenn es fertig ist, ist es nachher ein Zuhause. Ja, man darf mir vielleicht einfach mal ein bisschen Mut machen. Man muss nicht alles bis ins letzte Detail, bis auf jede Schraube durchgeplant haben und dann Listen abhaken. Klar, es gibt Leute, die funktionieren irgendwie nur so. Ich finde das eher hinderlich. Ich lege einfach mal los und vertraue drauf, dass es irgendwas Cooles wird. Bye. Hallöchen. So. Jetzt sind die Rahmen für die Fenster fertig. Hier zeige ich mal, wie ich es gemacht habe. Von außen eine lange Schraube mit einem Tellerkopf. Vorher ein bisschen vorgebohrt. Und hier sind dann jetzt diese, na, wo sind sie denn? Das hier sind die Tellerkopfschrauben. Richtig lange Kollegen. Und das sind die Vollgewindeschrauben. Und da sind die dann klasse, wenn das vorher schon fest beigezogen ist. Zack, das Teil da rein. Und da hast du da 20 Schrauben mit dem Winkel da rein gespart. Und das hält bombenfest. Da dreht sich auch nichts. Ja, so geht's voran. Da ein Fensterchen, da ein kleines, da ein großes. Da kommt dann der Arbeitsplatz, denke ich mal, hin. Hier nochmal ein kleines. Hier ist dann irgendwo wahrscheinlich die Küche. Hier kommt der Ofen hin. Und hier ein größeres Fenster mit Milchglas, weil diese Seite ist nachher nach Norden. Und da gucke ich dann eh nicht raus, großartig. Das ist hauptsächlich, wenn man einen Ofen anmacht und ein bisschen Qualm drin ist, dass das alles rausziehen kann und so und im Sommer zum Lüften. Tja, da schauen wir mal. Morgen geht's weiter.